Sie hörten Béla Bartóks rumänische Volkstänze, interpretiert vom Duo Aliada. Der Saxophonist Michał Knott und der Akkordeonist Bogdan Laketic fühlen sich Béla Bartók besonders verbunden. Wir lieben Bartók. Es ist, ich glaube, eines von unseren Lieblingsstücken in unserem Repertoire. Und wir haben durch die Arbeit an diesem besonderen Stück ein endloses akustisches Potenzial dieses Ensemble entdeckt. Ja, genau. Besonders in diesem dritten Satz, dessen Melodie den rumänischen Volk mit seinen nahöstlichen Einflüssen verbindet, spielt der Geiger in der Fassung für Violine und Klavier die Melodie sehr hoch und leise. Und ja, wir dachten, zwei Instrumente zu verbinden und es als eins zu verwenden. Und das würde einen wirklich cool gemischten Klang erzeugen. Jeder der Sätze aus dieser Komposition benötigt einen etwas anderen Ansatz, glauben wir, und auch eine eigene Anpassung. Und wir haben natürlich viel experimentiert, damit wir den unterschiedlichen Charakter jedes Stücks zeigen könnten. Und ja, wir freuen uns sehr über das Ergebnis. Das war der dritte Satz der rumänischen Volkstänze von Béla Bartók. Vor 2 Jahren hat die Geschichte des Duo Aliada begonnen. Der damals 26-jährige, aus Polen stammende Michał Knott und der 18-jährige Serbe Bogdan Laketic liefen sich beim Studium in der Konservatorium Wien Privatuniversität über den Weg. Der renommierte Fidelio-Wettbewerb stand unmittelbar bevor und die beiden Musiker beschlossen spontan, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Das war so 2 Monate vor der 12. Ausgabe des Fidelio-Wettbewerbs. Und ja, schon ab der ersten Probe waren wir durch diese akustischen Möglichkeiten dieser Instrumentenkombination begeistert. Und dann haben wir ein Programm vorbereitet und ja, so also im letzten Moment für den Wettbewerb beworben. Und ja, es hat funktioniert. Ja, das hat sehr gut funktioniert, weil wir haben erste Preis gewonnen. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs ist die Entscheidung einstimmig gefallen. Dieser erste Preis hat die beiden Musiker in ihrem Weg bestätigt und gestärkt. Ja, der Fidelio-Wettbewerb war für uns ein echt toller Beginn. Wir konnten eigentlich nicht glauben, dass wir ihn gewonnen haben, obwohl wir damals erst seit 2 Monaten miteinander spielten. Und es war ein äußerst motivierender Erfolg und im Grunde eine großartige Grundlage für das, was danach geschah. Den Fidelio-Wettbewerb zu gewinnen bedeutete auch natürlich eine große finanzielle Unterstützung. Wir wurden nämlich die Künstler des Jahres 2014 genannt und erhielten ein Stipendium, gefördert von HFB Steuerberater. Das Wichtigste ist, dass zum ersten Mal haben wir auf einer CD aufgenommen, die ORF veröffentlicht hat. Und ja, in der Folge haben wir Finale hier in ORF Radio Kulturhaus gespielt. Also ja, also Fidelio bedeutet ziemlich alles für uns. So hat unsere Geschichte eigentlich begonnen. In der Folge machten sich Michał Knott und Bogdan Laketic auf die Suche nach einem Repertoire für diese ungewöhnliche Besetzung. Saxophon und Akkordeon in ihrer modernen Form sind wahrscheinlich 2 der jüngsten akustischen Instrumente. Und ja, sie sind sehr beliebt unter den zeitgenössischen Komponisten, aber ja, haben nur ein kleines klassisches Repertoire.
Und leider waren die besten Komponisten der Musikgeschichte schon tot, als Saxophon und Akkordeon Mitte des 19. Jahrhunderts aufkamen. Aber wir sind davon überzeugt, dass wenn Saxophon und Akkordeon zum Beispiel ja 200 Jahre früher erfunden worden wären, die besten Komponisten aller Zeiten viel Musik für sie geschrieben hätten. Und ja, also ja, mittlerweile würden sie dann auch als wahrscheinlich sehr wichtige klassische Instrumente berücksichtigt, genau wie Geige oder Flöte oder Klavier. Aber ja, vor sehr langer Zeit haben wir eigentlich bemerkt, dass aufgrund dieser ungünstigen Situation viele klassische Akkordeonisten und auch klassische Saxophonisten ziemlich große Probleme haben, Konzertmöglichkeiten zu finden. Und deswegen arbeiten sie in sehr engen Kreisen. Und dadurch ist das Wissen um das Potenzial von diesen beiden Instrumenten in der klassischen Musik nicht sehr weit verbreitet. Aber das Potenzial ist wirklich riesig. Und ja, zum Beispiel diese meisterhafte Gestaltung von Saxophon erlaubt, seinen Klang zu ändern. Und ja, wie sagen wir, wie ein musikalisches Chamäleon. Und ja, wir alle haben in unseren Ohren, wie das Saxophon im Jazz klingt. Aber es gibt wirklich viel, viel mehr zu entdecken. Das Saxophon kann ähnlich wie so Flöte, Oboe, Klarinette oder sogar wie Cello klingen. Aber auf die andere Seite, das Akkordeon, dank seiner Verbindungen zu anderen Instrumenten, Klavier, Orgel oder Cembalo, bringt musikalischen Ausdruck in die Extreme. Und nicht überraschend, dass die beiden Instrumente zusammen eine neue magische Mischung entfalten, die wir in unserer Debüt-CD New Calls of the Past zeigen wollen. Für Ihre Debüt-CD, die vor kurzem erschienen ist, haben Sie unter anderem Werke von Claude Debussy, Alban Berg und Johann Sebastian Bach aufgenommen. Auch Astor Piazzollas Histoire du Tango hat Eingang gefunden. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus der Originalversion Piazzollas mit der Besetzung für Flöte und Gitarre, gespielt von Patrick Galois Flöte und Göran Sölscher Gitarre. Und danach die Interpretation mit Saxophon und Akkordeon. Und nun die Interpretation des Duo Aliada. New Colors of the Past nennt sich also die Debüt-CD des Duo Aliada. Die Porträts der beiden Musiker für das Booklet entstanden bei einer Fotosession beim Theseus-Tempel im Burggarten in Wien. Auf dem schwarz-weiß gehaltenen Cover präsentieren sich die beiden Musiker in einer ungewöhnlichen Pose. Der Saxophonist Michał Knott hält sein Instrument wie eine Geige in der Hand, während Bogdan Laketic sitzend an einer Mauer lehnt, das Akkordeon auf seinem Schoß liegt und er scheinbar darauf Klavier spielt. Das CD-Cover sollte auf den ersten Blick faszinieren. Es sollte eigentlich sofort
darauf hinweisen, dass Nicolas de Past keine gewöhnliche Besetzung ist und dass Saxophon und Akkordeon neben den etablierten Instrumenten in der klassischen Musik stehen können und ohne sich in irgendeiner Weise benachteiligt fühlen zu müssen. Sie hörten die Sonate Opus 1 Nummer 2 von Georg Friedrich Händel, gespielt vom Duo Aliada. Bemerkenswert klingt die Interpretation des Concerto La Notte von Antonio Vivaldi. Das Duo Aliada schafft es, das 1 Minute 20 Sekunden dauernde Stück in einem Spannungsbogen zu spielen. Es scheint, als ob der Saxophonist gar nicht atmen würde. Bogdan Laketic erklärt die Technik der Musiker. Ich habe es eigentlich nicht mit einem Balg gespielt, sondern ich habe den Balg zweimal gewechselt. Und ja, ich habe versucht, im bestmöglichen Moment zu wechseln, damit es eher wie eine Orgel klingt, wie ein Orgelpunkt. Und das ist ja bei uns einer der Vorteile des Akkordeons gegenüber dem Klavier. Wir können die Note so lange halten, wie wir wollen. Und ja, in dieser Besetzung funktioniert das gut, weil der Micha kann auch, also ohne Anstrengung, die Note so lange halten, wie er will. Und er kann auch, also mit diesem Kreisatmung, circular breathing, eine Note ziemlich lang halten. Und das erlaubt uns, solche langen Phrasen ohne Unterbrechung zu spielen. Das Duo Aliada mit einem Ausschnitt aus dem Concerto La Notte von Antonio Vivaldi. Der erste Preis beim Fidelio-Wettbewerb hat den Grundstein für die Karriere des Ensembles gelegt. Nun stehen die nächsten Schritte an. Das Außenministerium nominiert jedes Jahr im Rahmen eines Nachwuchsprogrammes 25 Musikerinnen und Ensembles aus den Genres Klassik, Jazz, Pop, Neue Musik und Weltmusik. Das Duo Aliada ist in dieses Programm mit dem Namen New Austria Sound of Music für das Jahr 2016-2017 aufgenommen worden. Das Ensemble erhält nun vermehrte Unterstützung bei Auftritten im Ausland. Bei den zukünftigen Konzerten haben sie auch das folgende Stück von Manuel de Falla mit im Reisegepäck.
Übrigens ist das Duo Aliada in Kürze live zu erleben, und zwar am 19. November im Musikverein. Es bedeutet eigentlich, dass unsere Träume wahr werden. Ja, wir sind sehr glücklich, dass solch eine prestigeträchtige Konzerthalle unsere Performance in ihr Programm nehmen will. Und das bestätigt auch, dass unsere innovative Arbeit sinnvoll ist und sogar eine so etablierte Institution in dem, was wir tun, ein großes Potenzial sieht. Und ja, wenn wir vor dem Konzert viele Karten verkauft haben werden, dann können wir in der besseren Halle auftreten. Ja, und wir hoffen wirklich, dass viele Leute kommen werden. Nightclub 1960 aus der Histoire du Tango hat Alexandra Faber ihren Beitrag über die Debüt-CD des Ensembles Duo Aliada ausklingen lassen. Die beiden Musiker treten, wie erwähnt, am 19. November im Metallenen Saal des Wiener Musikvereins auf, sollte der Publikumsandrang größer sein, vielleicht auch im Gläsernen Saal.